Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Es ist ein Battle zwischen zwei Freunden und es ist die Suche nach dem einen Tattoo. Ich suche Tattoos, die wir beide haben. Schlipper, hat einer von euch einen Schlipper tätowiert? Wir sind auf der Tattoo Bash in Oberhausen. Auf über 7000 Quadratmetern gibt's alles, was das Tattoo-Herz begehrt. Hier kommen bunte Bilder unter die Haut und hier trifft man noch viel mehr auf der Haut. Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei 6000 Besuchern das gleiche Tattoo findet, ist also groß. Oder doch nicht? Wir spielen Tattoo. Wer findet seinen Tattoo-Zwilling? Das sind Sven und Hagen, Rocker und Tätowierer aus Leidenschaft. Die Jungs von Haudegen sind in der Tattoo-Szene beliebt, ob ihre Tattoos es auch sind. Es gibt schon so das ein oder andere Tattoo, wo ich sage, da habe ich eine Chance auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand eine Hornisse tätowiert hat. Von daher bin ich fest der Überzeugung, dass ich diese Challenge hier gewinne. Eine Hornisse? Na, da sind wir mal gespannt. Die Spielregeln sind ganz einfach. Wer die meisten Tattoos von sich bei anderen findet, gewinnt. Pro Motiv gibt's 10 Euro. Lasse die Spiele beginnen. 2 Minuten Zeit ab jetzt. Sven legt direkt los. Grüß dich, hast du einen Anker tätowiert? Ich hab keinen Anker. Hast du einen Anker? Habt ihr einen Anker? Wespe oder sowas? Totenkopf. Einer von euch einen Totenkopf? Ah, einen Hike schon. Nummer 1. Währenddessen macht Hagen einen auf gemütlich. Meine Liebe, kann es sein, dass du einen Notenschlüssel tätowiert hast, so wie ich? Ja. Kein Witz! Da, 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 da. Es steht 1-1. Wer holt auf? Hast du einen Anker tätowiert? Nein, habe ich nicht. Hast du ein Herz tätowiert? Nein. Auch nicht. Nee. Wo Zeit? Hast du die Namen deiner Kinder irgendwo tätowiert? Da sind die Namen der Kinder, meine Namen der Kinder, Punkt 2. Hagen führt mit einem Punkt und findet einen Tattoo-Zwilling nach dem anderen. Haben wir eine Gemeinsamkeit? Ja, wir haben eine Gemeinsamkeit, den Totenkopf. Den habe ich auch. Ich habe hier welche. Ich habe einen Wohlfühler. Aber Sven gibt nicht auf und findet endlich einen Anker. Habe ich denn noch Schönes? Herz ist Schlipper. Hat einer von euch einen Schlipper tätowiert? Nee, wa? Leider nicht, aber ein Herz. Hast du vielleicht ein Herz? Doch, die Augen von dem Totenschädel sind Herzen, wa? Katsching, dritte! Und hier ist der Beweis. Die Zeit ist leider um. Wer hat das Duell für sich gewonnen? Ich bin auf jeden Fall Gewinner der Herzen und er ist Gewinner des Schweißes. Tatsächlich, Hagen hat 4 Tattoo-Zwillinge gefunden und somit 40 Euro gewonnen. Diesen Gewinn spendet Haudegen an eine Jugendhilfeorganisation. Danke, Jungs. Wer hier gewinnt, kann auf eine erfolgreiche Karriere als Tattoo-Model hoffen. Ich hatte mein erstes Tattoo mit 13. Alle Tattoos haben eine Bedeutung für mich.